Komm, Heiliger Geist der lieben Schaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Er ist auch Kraft Gottes, er ist Gegenwart Gottes und er ist von Gott Vater gesandt, nachdem Christus in den Himmel aufgefahren ist. Der Geist ist der Beistand, er ist der Schöpfer und er ist der Lebensspender und Tröster. Der heilige Basilius vergleicht den Heiligen Geist mit der Sonne. Die Sonne strahlt und man glaubt, dass die ganze Kraft auf einen kommt, aber die Sonne strahlt auch auf andere Menschen. Aber trotzdem gibt es immer die ganze Kraft auf jedem einzelnen Menschen. Oder der Heilige Geist ist wie das Wasser, sagt der heilige Cyril von Jerusalem. Das Wasser bleibt in seinem Wesen gleich, aber bringt unterschiedliche Früchte hervor. Beim Apfelbaum die Äpfel, beim Birnbaum die Birnen, bei der Blume die schönen Blüten. Der Heilige Geist wirkt in uns und schenkt uns Kraft. Wir wissen auch, dass er 7 Gaben gibt und diese 7 Gaben sich mannigfaltig im Leben äußern. Als ich 11 Jahre alt war, hat sich die Persönlichkeit meiner Mutter begonnen zu verändern. Sie wurde aggressiv und man konnte kaum mehr mit ihr reden. Sie war nicht zugänglich. Als ich dann circa 14 war, kamen dann noch starke Sprachstörungen dazu und sie bekam Zuckungen am ganzen Körper und Krämpfe. Durch die Aggression und Ablehnung habe ich sie auch nicht dazu bekommen, zu einem Arzt zu gehen. Und erst wie der Zustand dann so schlimm wurde, 20 Jahre später, und ich sie in hospitale Pflege geben musste, haben wir die Diagnose bekommen. Eine unheilbare und tödliche Erbkrankheit. Die Ärzte haben dann gesagt, dass meine Mama noch ein Jahr leben wird. Das war vor 7 Jahren. Sie liegt seitdem im Hospiz. Sie ist bettlägerig, sie wird künstlich ernährt. Sie kann sich nicht artikulieren, sie ist von den Krämpfen, die sie hat, komplett entstellt. Sie kann nur so im Bett liegen. Vor 3 Jahren hat sie ein Organversagen gehabt. Ich habe sie immer 3-mal die Woche besucht. Jetzt seit Corona kann ich das nur mal 2-mal die Woche machen. Wie ich zu ihr gekommen bin auf Besuch, habe ich gesehen, sie kriegt keine Luft. Dann ist sie ganz schlecht gegangen. Und es war Organversagen, sie kam dann ins Spital. Und die Ärzte haben gesagt, ja, ein unheilbar kranker Patient, da kann man nicht viel machen, und haben sie ins Sterbezimmer gelegt. Und da drinnen stand ein Weihwasser und so ein paar Gebete. Und ich habe halt immer schon eine ganze Zeit den Weg zu Gott gesucht und zur Kirche und habe ich es nicht geschafft, jemanden zu finden, mit dem ich reden kann. Ich wollte mit einem Theologen, mit einem Priester sprechen, es hat sich nichts ergeben. Und ich habe halt dieses Weihwasser gesehen und habe irgendwie angefangen, ich konnte ja nichts machen. Ich habe einfach meiner Mama, die nicht ansprechbar war mehr, einfach die Füße gewaschen. Und wie ich das gemacht habe, habe ich mir gedacht, ja, das hat ja Jesus auch gemacht. Vielleicht kriegt man da irgendwie eine Verbundenheit. Und ich habe trotzdem, dass sie nichts mehr sagen konnte und sich nicht gerührt hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass es ihr gut tut und mir auch. Und es hat uns irgendwie irrsinnig geholfen. Und dann bin ich, habe ich eine kurze Pause gemacht und bin in die Kirche dort gefahren. Und wie ich in der Kirche sitze, habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt beten, dass sie weiterlebt, dass sie stirbt und endlich ihren Frieden findet. Und dann habe ich mir gedacht, nein, und plötzlich kam da was über mich, wo ich sage, das war für mich der Heilige Geist. Da habe ich wirklich gespürt in meinem Leben, in der Sekunde war alles für mich klar. Und da habe ich gespürt, Herr, ich gebe meine Mama in deine Hände. Mach du mit ihr, was du für richtig hältst. Lass sie am Leben, wenn sie das will und wenn du meinst, es ist gut für sie und wenn nicht, dann nicht. Und meine Mama ist tatsächlich nach 2 Tagen von diesem Organversagen und von dem Zustand, in dem sie war, hat sie sich wieder so weit erholt, dass sie ins Hospiz zurückgekommen ist. Die Ärzte haben zu mir gesagt, sie hat so einen Lebenswillen, sie will einfach leben, sie will nicht sterben. Und was gibt es Besseres für einen Menschen, wenn er nicht gehen will, dass er überlebt. Und in dieser Zeit habe ich dann auch Gott sei Dank endlich einen Priester gefunden, mit dem ich in Ruhe sprechen konnte. Und seitdem merke ich einfach, wie schön das ist, wenn man endlich den Glauben leben kann, den Glauben findet. Und da passiert dir, der Heilige Geist kommt jeden Tag, wenn du dafür offen bist. Wenn ich im Heim bei meiner Mutter durchgehe und da gibt es alte Menschen, da gibt es einfach, wenn du ihnen die Hand gibst, die freuen sich so und du spürst das, du spürst diese Barmherzigkeit, sage ich immer, ist das, was du spürst, diese Nächstenliebe. Und mittlerweile pflege ich auch meinen Vater mit Demenz zu Hause, mit 88, also ich bin Vollzeitpflegende Angehörige, neben meiner Mama noch.
ich komme oft an meine Grenzen und die Leute fragen mich auch oft, wie machst du das, woher nimmst du deine Kraft? Oder darf ich wirklich nur jedem sagen, versuche es zu spüren, er ist da, er ist für uns alle da. Er ist einfach da. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 50 Tage nach der Auferstehung Christi waren die Apostel, Dutzende Jünger und Maria in Jerusalem versammelt und haben den Heiligen Geist empfangen. Unerwartet, aber doch erbeten, erhofft. Und der Heilige Geist hat eine besondere Wirkung gehabt. Er hat in ihnen die Angst vertrieben. Die Liebe vertreibt die Furcht. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, sagt der heilige Paulus. Und so haben sie begonnen, das Evangelium von der Auferstehung Christi zu den Menschen zu tragen, in den Alltag, in ihren eigenen Alltag hineinzugeben. So, neben mir sitzt jetzt Elisa. Wir sitzen in Enzersfeld. Das ist Lisa, ihre Lieblingskirche. Die Lisa ist voriges Jahr gefirmt worden. Und bei ihr ist es nicht so wie bei vielen anderen Firmlingen, die nach der Kirche dann keinen Zugang mehr finden, sondern sie ist ganz stark involviert ins Gemeindeleben. Und jetzt möchten wir einfach wissen, warum und warum ist gerade diese Kirche und vor allem dieser Platz dein Lieblingsplatz? Also ich habe früher ministriert, sehr lange eigentlich auch, also mit ein paar Freundinnen und dann waren es weniger, die haben alle aufgehört. Und ich hatte von dem Priester aus Enzersfeld Angst, weil ich noch sehr klein war und er ziemlich groß ist. Und dann habe ich aufgehört und weil meine Eltern immer wollten, dass ich wie die anderen bin, wie die anderen Ministranten, bis ich zur Firmung gehe, ministriere. Und sie haben mich auch immer zu Weihnachten in die Kirche geschleppt oder zu einer Messe von meinem Opa, der ist gestorben. Und dann war ich einmal dabei einer Messe von meinem Opa. Und die Messe hat aber ein anderer Priester zelebriert. Also habe ich mich halt wohler gefühlt. Und in der Messe, das war so, am Anfang hat es mich nicht interessiert, wie immer. Und in der Messe habe ich gespürt, dass irgendwas über mich gekommen ist. So Art Heiliger Geist. Und dann war ich total gefangen und gefesselt von der Messe. Und ich bin nach Hause gekommen und bin zu meiner Oma gerannt, habe gesagt, wann die nächste Messe ist und wann ich wieder hingehen kann. Und dann haben sich alle gefreut und sich gewundert, warum ich das auf jetzt einmal habe. Ich habe es erst nach ein paar Monaten richtig erfasst, weil ich damals nicht wusste, was das war. Und dann bin ich zur Firmung gekommen. Also ich stand kurz davor und eine Freundin, die ein Jahr vorher war, hat mir davon abgeraten, weil der Priester sehr streng war. Und ich bin aber trotzdem gegangen, wollte fast nicht, aber habe es getan. Da bin ich sehr froh. Und ich wollte eigentlich keine Geschenke, weil das ist ja eigentlich Standard, dass man Geschenke kriegt zur Firmung. Und ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich keine will. Und ich habe aber eins von meiner Oma bekommen, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist diese Kette. Das ist ja wirklich eine wunderschöne Kette, die du hast, Lisa. Eine tolle Erinnerung an deine Oma. Ja, und Lisa bringt sich nicht nur in die Messen ein, sondern sie lernt jetzt auch noch das schwerste Instrument der Welt. Und das wird sie uns jetzt vorspielen. Ja, und das Besondere, was die Lisa macht und was sie uns jetzt zeigen wird, ist, dass sie Kirchenorgel lernt. Und das noch dazu jetzt von Pater Sebastian, denn vor dem hat sie jetzt keine Angst mehr. Er erscheint mit dem Herzen eines vertrauten Freundes. Er kommt, um zu retten und zu heilen, zu lehren, zurechtzuweisen, zu stärken, zu trösten, den Geist zu erleuchten, zuerst bei dem, der ihn empfängt, dann durch diesen bei den anderen. Man darf nicht glauben, wenn ich jetzt zum Heiligen Geist bete,
dann kommt er im nächsten Augenblick mit seiner ganzen Fülle. Unser Leben muss beharrlich und voll Gottvertrauen sein. Das Gebet soll und muss uns jederzeit begleiten und erfüllen. Nur so kann man Gottes Güte erfahren und Leid ertragen. Darum ist der heilige Rosenkranz und die altehrwürdige Annakapelle mein Alles. Die Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Geist, komm zu verbreiten über uns dein Gnadenlicht, damit wir immer weiter schreiten im Erkennen unserer Pflicht. Mache uns zum Dienen Mut, hilf, dass wir in unserer Brust die wahre Liebe wohl behalten und im Guten nicht erkalten. Herr, wir brauchen dich, sende uns deinen Heiligen Geist und erneuere uns vom Grund auf dass du alle Irrenden zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Einheit des Glaubens führen wollest, dass du allen Völkern einen dauerhaften Frieden schenken wollest. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich so dringend. Komm in die leeren Herzen und fülle sie mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Herr, ich glaube. Herr, ich hoffe. Herr, vom Herzen liebe ich dich. Vater, du schufst alles Leben, hast ihm Sinn und Ziel gegeben. Gottes Sohn, auf den wir hoffen, halt uns deinen Himmel offen. Durch dein Kreuz und Auferstehen ist uns Menschen Heil geschehen. Heiliger Geist, der Leben spendet, Geist, der antreibt und vollendet, Geist des Sturmes, Geist der Stille, komm mit deiner Gabenfülle in den Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, stärke uns. Der Geist des Herrn wird über dich kommen, und du wirst in Verzückung geraten und in einen anderen Menschen verwandelt werden.